Was? Was ist? Wo kommt der jetzt her? Morgen, Jungs. Und Mädels, wir spielen, wie sollte es anders sein, SCB Containment Breach und wir haben einen Spielstand. Einen, wow. Und zwar ist es die Map von Alex B. Aus Rheine. Aus Rheine. Harte Möhre heißt die. Harte Möhre. Harte Möhre. Und ja. Das muss so ein bisschen Kölsch sagen. Der Harte Möhre. Und Oder Ossi. Eine harte Möhre. Na gut, auf jeden Fall war das ein hartes Labyrinth. Die harte Möhre. Was ist denn hier los? Hä? Wir haben doch vom NLV-Raum gesaved. Mach nochmal. Das kann es nicht gewesen sein. Das war's für heute. Das war scheiße, Leute. Guck, der war's schon. Guck, der gibt uns so komische. Der Green Man, oder hat schon wieder gelabert? Wo? Jetzt geht's. Aber es war gerade blurry. Du darfst da nicht reingehen, ist der MEV-Raum. Schau mal nach oben. Vielleicht steht der auf dir. Drop it. Okay. Das ist der MEV-Raum, ja? Bist du dir das sicher? Ja, von dem haben wir gesaved, nämlich da reingegangen ist trotzdem abgestürzt. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Wenn du auf den Navigator guckst, der müsste ziemlich ausgefüllt sein. Weil wir schon überall waren eigentlich. Meinst du, der ist da drin? Nee, weil wir da herkommen, oder? Also da unten, die Ecke da, das ist der MLV-Raum. Auf jeden Fall. Und wir sind diesmal von oben gekommen, da müsste es zum Anfang gehen. Das ist richtig. So, den Status haben wir mal gecheckt hier und jetzt können wir ja mal durch. Connect Rack. Warte mal, darf ich mal kurz hier? Haben wir so ein bisschen einen Plan, wo es lang geht? Auf dem Navigator, ja. Vermutlich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob du da auch außen rum gehen kannst. Ich weiß nicht. Wir müssen doch jetzt. Das war wieder ganz rechts, dann links. Wie machst du das da hoch oder was? Alter, was ist jetzt los? Der Battery ist leer. Ach, das ist noch kein Ultimate oder was? Achso. Ah, mich. Stimmt, wir haben noch nicht mal ein Fortin gefunden. Putz! Scheiße, Alter, Mausbug. Jetzt hatte ich einen Mausbug. Das beweist erstmal. Alter. Was? Stop hiding. Dachte, die hätten das heavily nerfed. Irgendwann in einem Update. Hab ich jetzt nicht gemerkt. Vielleicht heißt es, dass es eher kommt. Mann, jetzt ist doch schon wieder blurry, oder? Nein, war nichts blurry. Da rein ist es vorbei. Die Episode. Also nochmal, Leute. Das geht ja schon richtig gut los. Nicht. Also mach jetzt bitte keinen Scheiß. Kann ich für einen Mausbug. So, jetzt pass auf. Da steht er nämlich. Und wartet auf dich. Um deine Prostata zu untersuchen. Der Proktologe SCP 173. So, nochmal geradeaus? Ich weiß nicht. Gehen wir da mal lang, oder? Und da kommen wir dann, glaube ich, her. Also ich, als von meinem Safe. Dann sag du, wo wir lang gehen. Ich habe keine Ahnung. Du hast das ja gespielt. Ja, geh da wieder hoch. So. Ja. Dann halt links um die Ecke. Ein MAV. Das war halt nur der Eckraum da unten. Ja, ja. Zuerst mal geradeaus gehen. Weil irgendwo muss ja 914 sein. Muss ja. Logischerweise eins von den Feldern, wo wir noch nicht waren. Oh, der hat das uns eingebaut. Um uns zu ärgern. Das wäre natürlich. Weil wir müssen noch immer die Easter Eggs finden. Also zuzutrauen wäre es ihm ja, ne? Hat er jetzt mittlerweile gesagt in einem Kommentar zum ersten Video, dass alle Easter Eggs in der Office Zone vorkommen. Das heißt, da müssen wir erstmal hinkommen. Sollen jetzt schon hier abbiegen? Ja, oder? Ja. Oh, jetzt sah aus. Gut. Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber. Schon wieder?
ist doch seitdem bin ich doch gestorben. Seit letztem Mal. Ach so, okay. Okay. If you remember that. Nee, hab ich nicht. Ja, dann, ich weiß, dein Gedächtnis ist ein bisschen beeinflusst. Ich hab vergast. Ich vergast die Erinnerung. Immer geradeaus. Da müssten wir schon safe gewesen sein, ne? Ja, überall wo der Weg ist, ist ja nicht der Ultimate Navigator. Überall wo der Weg ist, war ich jetzt schon. Ja, ich war wusste nicht mehr. Ich weiß nicht, wo Sackgasse kommt. Oder ob überhaupt. Ich gehe noch ein paar Runden weiter und guck da nochmal. Aber wenn du in Sackgasse hast, dann kannst du es direkt umdrehen. Weil 914 haben wir auch hundertprozentig nicht gesehen. Ja, aber da kannst du wieder dann da ausnehmen. Da waren ein, zwei Räume, die nicht erkundet waren. Die ganzen Wege sind redundant aufgebaut. Muss nicht reingehen. Da waren wir ja schon. Das ist richtig. Ja, da darf jetzt eigentlich nicht mehr drin sein. Ach Mann! Eigentlich. Bei den Custom Maps hält er sich echt nicht an die Regeln, ne? Welche Regeln? Das hat jetzt mal gedauert. So. Hä? Es gibt keine Regeln. Da waren wir noch nicht. Ja, und weiter vorne auch nicht. Dann gehen wir erstmal da, weil da kann man unmittelbar hinein. Nein! Wunderbar. Insert hier mal. Ja, hast du meine Gedanken gelesen? Genau das wollte ich gerade sagen. You inserted. So. Uno. Das war nicht so gut. Due. Du kannst es nicht. Du musst viel weiter zurückgehen. Das ist wieder viel zu mittig jetzt. Nein, weiter. I'm the king. Im zweiten Anlauf, ja. So. Na, drei hast du mehr geschafft, oder? Natürlich. Machen wir gleich voll. Wie war das jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Von Level 3 kommt man nicht auf Warm. Mit Fein auf Level 4 angeblich. Naja. Naja, dann glaub ich's mal. Guck, Fein funktioniert viel besser. Ja, jetzt mach Fein auf Level 3. Nein. Da ist Scheiß dabei. Ja, aber theoretisch, wenn er 106 angebaut hat, dann reichen uns die Level 3 Karte. Weil mit der Level 3 kommen wir in 106 in die Zelle. Dort liegt eine Level 4 Karte. Mit der Level 4 Karte kommen wir in den Raum mit SCP-420J und da ist eine Level 5 Kicker dran. Und die ist ja in etwa gleichwert mit der Omnikarte. Ja. Omnikarte ist vielleicht 1% besser. Außer es gibt noch ein Level 6, aber das glaube ich eher nicht. Aber da müssen wir jetzt. Also ein 1 vielleicht. 1.0. Oh, jetzt habe ich es mir aufgefangen. Oh, ist der drin hier, ne? Wenn er nur eine Ecke in der Kante ist, dann. Ich weiß nicht. Geht's, glaube ich, nicht. Aber ich will es wieder Strange Bottle machen. Nee. Ist eigentlich nicht so gut. Ja. Ach so, ich wollte einen Navigator rein. Oh nein. Schnell, nimm's. Alter. Wow. Was kommt da raus? Wir haben es geklont. Oh, schade. Zu schön das gewesen. Bei Pokémon ging das, wenn du das Tauschkabel an einer bestimmten Stelle gezogen hast, da hatten beide dasselbe. Geklont, genau. Ja, mit dem PC konntest du es ja auch machen, wenn du während dem Speichern, glaube ich, ausmachst ja. Oder so. Das ging bei jeder Edition, glaube ich, irgendwie anders. Nee, bei der roten und blauen ging es gleich. Oder meinst du von der Generation her? Von der Generation, ja. Und ich glaube, danach ging es nicht mehr. Ab der Silber nennen. Doch, da ging auch klar. Da war das mit dem Computer nämlich. Der Computer war aber auch davor schon. Aha. Im Pokécenter war immer ganz rechts der Computer. Ja, aber da kannst du nicht klonen. Ist egal. Doch, klar konnte man. Klar. Stimmt doch, oder? Da bestimmt auch welche dabei, die das noch gespielt haben. Wobei, die rote Edition, ich weiß nicht. Und alle Zuschauer so um die, oder die meisten so um die 14, 16. Können wir mal fragen, habt ihr Pokémon
gespielt? Wenn ja, ab welcher Edition? Okay. Generation Rot oder Generation Silber? Weil die gelbe war ja immer noch rot-blau. So, war ja nichts Neues. Ja, gelb ist... Sind wir das Pikachu hinterhergelaufen. Das kam, glaube ich, ein, zwei Jahre später dann. Aber also, Silber fand ich dann richtig geil. Als dann... Da hatte ich die neue Welt. Insgesamt noch eine überschaubare Anzahl an Pokémon. Und es gab Tag und Nacht. Das fand ich total geil. Und davon abhängig unterschiedliche Pokémon, ne? Ja, stimmt. Müssen wir da lang? Hier ist alles offen. Weiß nicht, müssen wir? Ja, gehen wir da lang. Und dann da vorne rechts. Ja. Dann nochmal geradeaus und rechts. Und da müssten dann zwei Räume sein, da wo wir noch nicht drin waren. Da, ne? Jetzt. So, ich das jetzt richtig sehe. Ja. Geradeaus dann durch und dann ist er rechts. Ja. Weil irgendwo muss er weitergehen. Wir müssen in die Office Zone, jetzt rechts. Ja, ich wollte nur gucken, ob das da irgendwie offen ist. War auch nicht so schön gewesen. Ich habe Angst. Mit scharfen S. Angst. Die zeigen Angst. Genau. Hä, wie geht das? Keine Ahnung. Dann geht's doch jetzt links rum, ne? Geh mal da lang. Links rum? Ja. Waren wir jetzt da schon? Ne, das ist ein neuer Raum. Ne, da bist du zum ersten Mal drin, ja. Scheiße. Ja, komm, geh durch, da ist er nicht drin. Ist er nicht. Kannst mir vertrauen. Mach dich für meinen Tod verantwortlich. Alter, jetzt kommt wieder der Sound. Aha. Warte, stopp, Navi. Alter, ohne Navigator sind wir doch hier voll aufgeschmissen. Da lang gehen, ja. Ja. Und dann rechts nach Möglichkeit. Rechts und dann geradeaus und wieder rechts. Gut, kannst du rechts. Wieder rechts. Yep. Leute, ich glaube, wir schaffen das heute. Also, das hat sich gereimt. Ich glaube nicht so ganz. Ich glaube das nicht. Ja, warte mal, wir laufen gerade falsch, weil wir nur gerade auslaufen können. Gucken wir noch. Wir können nur gerade auslaufen, das ist das Problem, schau. Ah. Schilder, das ist ein Endroom, den kommen wir nur von hier dran. Ah, da sind auch noch Räume, wo wir uns fehlen. Okay. Das ist ein bisschen blöd, weil wir zeigen immer drauf, aber hier sieht man ja gar nicht, wo wir zeigen. Aber ist egal. Da können wir dann im Video so ein Cursor einblenden. Ja. Yeah. Nee, ist mir zu aufwendig. Aber nicht. Sorry. Bisschen fake. Bisschen faul meinst du? Da geht's zum Anfang, glaube ich. Ich glaube, da geht's zum Start-up, muss ich die Seite gelegt. Lass uns mal schnell die Lage checken. Genau, da ist geht's jetzt diese Seite, die referiert ja quasi auf den ersten Raum, in dem wir das Dokument für SCP-173 finden. Verstehst du? Ich glaube, für die Seite. Very good. Das ist aber schön. Very good. Insert hier. Dude, er hat gar keinen Piep gemacht. Normal machst du nur so einen Piep. Müsst ihr das machen. Ja, vielleicht ist es auch abhängig von dem Level. Jedem, was er verdient. Nein! Geh durch, komm. Oh. Okay. Ohne zu husten. Glück gehabt. Hab ich? Ja. Boah, der Bass dröhnt. Nee, heute ist nicht so laut. Guck rechts, rechts ist glaube ich eine Sackgasse. Müsste ja, ne? Oder so ein Eggroom. Eggroom. Ah, das ist die Glocke. Dann kommt Sackgasse. Glocke würde ich jetzt nicht so. What the fuck? Was ist das jetzt hier? Ist eine neue Welt geöffnet? Ah, doch, nein, da geht's doch weiter, weil das ist doch das, wo wir nicht hingekommen sind. Ja, okay. Ja, dann geh erstmal zurück, oder? Nee. Bei dem anderen hört es nämlich auf, das ist wirklich Sackgasse.
da müsste es aufhören, wenn du guckst. Da ist zwar noch ein paar, sind noch ein paar Räume, aber komm, am Ende dürfen wir hier. Oh nein. Sollen wir? Ja, noch ein bisschen, bis du das Stamina hast. Oh, du hast keine Supergasmaske gemacht. Oh shit. Das hätte dir jetzt geholfen. Da ist auch keine Tür. Das stört mich voll. Ja. Tod in 3, 2, 1. Es spawnt erst, wenn du da reingehst. Glaube ich. Sind da nirgendwo Türen, Alter? Was ist das jetzt hier? Dann sind wir echt in eine Sackgasse gelaufen. Na, dann bringt der Weg gar nichts, der da außen rum führt. Dann müssen wir da weiter. Aber dann geht er weiter. Jetzt fühlt man wenigstens. Oh. Jetzt ja, da kommen es noch. Da war ja auch mal da unten drin irgendwo. Ne? Ja. Oh, dann geht's jetzt hier weiter. Geswallowed. Jetzt sind wir in unerforschten Gebieten. Terrain sind wir. Terrain. Unerforschtem Terrain. Das brauchen wir nicht, oder? Ja, wir können spaßeshalber mal releasen. Nicht, dass wir uns in infekten. Aber in dem Moment, wo du reingehst, passt der Virus Ah, ist ja gut, ich bin schon lange wieder erschrocken. Ja doch, du bist vorhin schon nochmal erschrocken. Ah, das ist schon wieder eine Viertelstunde her. Achso. Ich bin jetzt in der Episode noch gar nicht. Nein. Vielleicht der kommt. Nee, das ist immer, das ist auch so, dass wenn du rausgehst, ja. Ist ja cool. Da kommt aber. Da ist eine Karte? Ja. Ein Kartending. Ja, also da rechts sogar. Ja, jetzt müssen wir auf die Ding schauen. Den Navigator. Müssen wir da hin? Lass es mal unten, da ist eine Sackgasse und da waren wir noch nicht. Ja, okay. Oh je. Ja, lass den raus. Der gibt dir den Kiko, scheiße. Müssen wir das so lange warten. Ah, oh, kommst du eh nicht rein. Na, was mach ich jetzt? Der ist da draußen, ne? Jetzt hast du ein bisschen so verkackt, ja. Warte. Sicher? Okay. Wo jetzt? Da, genau. Oh. Mach zu, scheiße. Ist er da gekommen? Ja, ne? Von da sind wir jetzt gekommen, ja. Was machen wir jetzt mit dem? Sollen wir hier reinlocken nochmal? Ach scheiße, wir müssen durch den Glockenraum durch. Sollen wir hier reinlocken? Yes. Reicht schon, glaube ich, oder? Ich locke ihn noch weiter. Noch weiter. Dass ich außen rumlaufen kann, ja, da komme ich da an dem Wieso außen rum? Wieder vorbei und fertig. Alles geht einfach. Ja. Das ist schon wieder durch die Geschichte außen rum. Und da kommt er jetzt wieder. Meine Güte. Action. Ja, die Keycard-Tür hätte ich jetzt zugemacht. Adrenalin. Haben wir die? Mhm.
Eigentlich nicht. So, das muss ich mal gelesen haben. Bam. Okay, das ist irgendwie so ein Achievement, ich weiß ja nicht. Mausbug. Ich glaube, die Burnout in der Pocket Dimension ist ein Achievement. Der Aufzug funktioniert. Der war, war das jetzt Maintenance? Ja. Things room, ja. Ist der Safe Way. Da ist schon wieder dieses Flattern. Beziehungsweise von der Seite weiß ich nicht. Ja, ist ja egal. Nee. Ich geh einfach durch. Ich geh zum Aufzug fertig. Das ist Safe Way. Das Glück hat. Hä? Hier kommt schon. So, bald sind wir sicher in der Büro-Office-Zone. Da ist die Entrance-Zone. Ja. So, weiter geht's. So. Schauen wir wieder auf den Navigator. Wie? Da waren wir schon? Das ist aber ein bisschen kacke jetzt. Weiß nicht. Waren. Kann eigentlich nicht sein. Eigentlich nicht, ne? Doch, warte mal, das ist das hier. Nein. Oder? Nee. Also da war in dem Gameplay war es jetzt noch nicht da. Auf jeden Fall. Weil wir von rechts gekommen sind irgendwo. Ja, ich auch. Da steht er. Ja, warte, was ist das? Ja, jetzt steht er wahrscheinlich vor der Tür. Der einzige Raum, wo wir noch nicht waren, war der Tunnel. Da sind wir wahrscheinlich bis zum Tunnel gelaufen und nicht weiter. Da gehe ich nicht rein. Meinst du? Ja. Ja, da hat er ja einen zweiten Zugang in die Zone gemacht. Ne? Ich. Also, da müssen wir doch gewesen sein. Dann geht's da lang. Da kommen wir her, oder? Ja. Also ich bin mir jetzt fast sicher, dass das der richtige. Na, bitte. Nein, da kommt er nicht. Ja, das weißt du vor allem. Ah. Siehst du. Vor allem beim ersten Raum hatte ich auch recht. Mal zweiten auch, habe ich auch gesagt, da kommt er jetzt und dann ist er gekommen. Ja, das sieht man erst, wenn man reinläuft, weil dann ist es nämlich. Ja, ich hab's. Ob es da so rote Leitungen sind oder ob da. Intuition. So, das gibt's nicht. Das ist halte ich für ein Gerücht. Ich das. Ja. Bauen kannst, wir denn? Kannst du es widerlegen? Nein, aber du kannst auch nicht beweisen. Ich hab's gerade dreimal bewiesen. Bewiesen ist erst, wenn du eine Messreihe aufstellst. Ja, bis jetzt hast du drei Werte. Boah! Gar nicht gesagt. Was war das jetzt? Ist gekommen. Ist gekommen. Gekommen, Junge. Oh, Alex. Wir haben es wieder nicht geschafft. Ja. Dabei lief es so gut. Hätte zwar wenigstens zum Schluss gespeichert irgendwann. Aber ich weiß nicht, da muss er zwei Zugänge in die Zone gemacht haben. Wo ich dann, weil letztes Mal bin ich in keine Zone gekommen. Weil ich nur Level 2 gekriegt hatte und brauchst du mindestens Level 3. Aber warum dann muss ich von hinten scheinbar irgendwie reingekommen sein. Warum bin ich da jetzt gestorben? Wo war der? Ist halt versteckt irgendwo, keine Ahnung. Von oben gekommen. Der hat sich da hinter meinem Ohr versteckt. Also. Kostet nee, ein Penny. Das ist jetzt schon sehr weit hergeholt. Echt jetzt? Ah, ja. Das war's. Ja, für heute war's das. Stay tuned für Cryo 4 Gameplays. In drei Wochen, denke mal wieder zwei Stück. Das ist eine gute. Dienstag und Donnerstag. Yeah. Nehme ich mal an. Denk schon. Und ansonsten. War es das erstmal, ne? Ja. Nichts weiteres geplant. Bis zum 14. April. Kommt Daylight raus. Das wird richtig geil. Ich freue mich da schon riesig drauf. Unreal Engine 4, Physics,
Und das Spiel ist auch bestimmt gut. So. Ja, dann. Wir müssen sagen, liked nicht das Video und abonniert uns nicht, weil das ist umgekehrte, wie sagt man, umgekehrte Logik und dann machen die Psychologie. Umgekehrte Psychologie und dann machen die es nämlich doch. Ja. Okay. Vor allem jetzt, nachdem du es gesagt hast. Ja. Sehr gut. Ja. Wollen wir jetzt mal langsam Schluss machen oder was? Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mal gucken, wie lange die Zuschauer noch dranbleiben. Oder? Was meinst du? Wieso willst du die 30 noch voll machen? Ich weiß nicht. Heute gibt es leider keine Outtakes. Ihr könnt mal ausprobieren, was passiert, wenn ihr 10 Mal in einer Sekunde den Like-Button drückt. Was meinst du? Das mach ich voll ernst. Bleibt mal alle bitte stehen, oder? So ungefähr. Ich versuche halt wenigstens ein bisschen lustig zu sein, mein Gott. Glaubst du, da gucken immer noch welche zu? Bestimmt. Mit Sicherheit. Ja, weil die meinen, da kommt noch was. Das tut's aber nicht. Und darum haben wir ein, zwei Outtakes vom Anfang? Glaub nicht, oder? Nee. Unsere Videos haben ja schon das Niveau erreicht, dass wir die asozialen Sachen drin lassen. Also. Außer das beginnt vor dem Morgen, Jungs. Ja, für was? Nee, ich glaube, gar nichts. Ja, da kommt nichts mehr. Oder kommt noch was? Weiß man's? Vielleicht. Das Video ist gleich zu Ende. Obwohl, woher wissen wir das? Das Video geht noch so lange wie wir. Ja, komm, machen wir Schluss. Reicht's? Reicht, oder? Ja. Was war denn das jetzt? Was ist denn meine Uhr? Doch, ich muss nur neue Zeiger drauf machen. Haar voll, Leberfleck. Ah ja, kommentieren nicht vergessen, ne? Also. Und du meinst, die haben jetzt bis hierhin das Video geguckt und dann. Ja, das genau, schreibt mal. Habt ihr es bis jetzt geguckt? Dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und, So, ich erlöse euch jetzt mal. Macht's gut. Tschüss.